Rote Steine, rote Schuhe. Nein, Moment. Keine roten Steine, aber rote Schuhe. Und ein rotes Buffet, rote Tomaten, die sind normal, rote Gurken sind nicht normal, haben wir aber hier. Wir sind in Bad Sulza im Goethe-Gartenhaus und das Thema ist Goethe in Red. Das avantgardistische Sommerfest in Rot ging einem roten, wie sollte es anders sein, Sonnenuntergang entgegen. Doch bevor das soweit war, gab es gute Unterhaltung. Es gab Räume in Rot, Gesichter in Rot, Rotwein, Ketten in ebensolchen Farben, ein rotes Open-Air-Fotostudio und rote Gedanken. Wir haben alles in Rot, aber wir haben eine grüne Wiese. Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, das müssen Sie Goethe fragen, den wir ja hier selber in Grün aufgebaut haben. Goethe ist ja auch jetzt nicht der geradeaus Farbphilosoph wie Newton war, mit dem er ziemlich überquer lag. Goethe hat eigentlich mehr so die intuitive, die gefühlte Farbwahrnehmung in den Mittelpunkt seines Schaffens gestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen bei der Veranstaltung Goethe in Red im Goethe-Gartenhaus Bad Sulza. Dankeschön. Chinesisch-rote Jacke, was hat es damit auf sich? Ja, das hat einfach damit auf sich, weil ja Goethe und Eckermann am 31. Januar 1827 sich über die Schönheiten, die Finessen der chinesischen Literatur ausgiebig unterhalten haben. Goethe war ein großer Freund chinesischer Literatur. Die Zartheit und die Bestimmtheit, mit der sie poetische Finessen gewürzt haben in China, das hat Goethe schon fasziniert und darüber hat er dann mit Eckermann geredet und deswegen habe ich diese Jacke heute an. Ich glaube, mir hängt ein roter Frosch im Hals. Ich muss mal husten und übergebe an die chinesische Korrespondentin. Ja. Die jetzt mal eine Frage stellt, auf Chinesisch an den Herrn Rehmann. Und ich huste mal ab. Und sehr geehrter mich, können Sie unsere chinesischen Zuschauer begrüßen? Ja, ich begrüße die chinesischen Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Interesse in China ist an Goethe, an der Farbe. Goethe hat sich intensiv mit Farben beschäftigt, ihrem Wesen sowie ihrer Wirkung. Und im Sommer 2012 beschäftigt man sich intensiv mit eben dieser einen Farbe. Ein jeder der Besucher hier nimmt das Motto natürlich ernst. Johann Wolfgang von Goethe schrieb 1810 in seiner Farbenlehre, Rot rufe einen Eindruck sowohl von Ernst und Würde als auch von Huld und Anmut hervor. Es ist ja hier ein rotes Motto. Ja. Ich freue mich, dass Sie ganz in Unrot kommen. Woran liegt's? An mir und meiner Frechheit. Ja, Rot gehört halt auch zum Leben, nicht? Und ganz bestimmt auch zu Goethe. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich alles in Rot habe. Rotes Auto und auch ab und zu mal ein rotes Hemd. Weiß nicht. Ob unsere Seelen auch rot sind? Das probieren wir mal da hinten aus. Sie können hier nicht fotografieren und einfach nichts Rotes anhaben. Das geht nicht. Ich habe rote Schuhe an. Zumindest das. Und was ist sonst noch rot im Leben? Rosarote Wolken, rot wie die Liebe, rot wie meine Tomaten. Eigentlich nicht, die sind gelb. Der rote Latz erhebt den gewölbeten Busen, schön geschnürt, und es liegt das Schwarze nieder, ihr knapp an. Zitat Ende. Hermann und Dorothea, 1797.
Übrigens, während die meisten Säugetiere Probleme haben, die Farbe Rot wahrzunehmen, reagiert das menschliche Auge sehr empfindlich darauf. Entsprechend häufig findet diese Farbe Verwendung bei Warnsignalen. Schämt sich der Mensch, wird er rot. Und in Sachen Liebe sieht der Mensch sowieso nur noch rot. Eine der Bekannten von Goethe, Charlotte Jacobi, die hat mal wunderbar beschrieben, Goethe wollte ihr die Farblehre schmackhaft machen. Und dann hat sie nachher gesagt, ja, es war wunderschön. Er hat so charmant über Licht und Farbe geredet. Ich habe nichts verstanden, aber er hat so charmant geredet. Vielleicht liegt es an der roten Farbenlehre, dass sich das Rot an mir vermehre. Ja, der Abend ist noch nicht vorbei. Und ich esse jetzt meine Erdbeere und mein rotes Dessert. Und wünsche mir noch mehr vom Rot.